Die habe ich am liebsten. Sankise, es geht um Leben und Tod. Leben oder Tod. Passwortkontrolle und die stehen drinnen Schlange beim Flugzeug. Wo das Ort. Hab so ein Eis gegessen, so ein Scheißen, die alle zugeschaut, bis keiner mehr da war. Hab meinen Koffer abgegeben, ohne blöd rumzustehen, und bin dann durch das Passport gegangen, wo keiner stand. Noch ein paar Minuten und ich werde. Dann stehen sie schon wieder an der Tür, obwohl da steht, was ist die gute Nachricht? Flugzeugboarding erst. Ich meine, wer stellt sich freiwillig eine halbe Stunde irgendwo hin, obwohl du am Ende eben die Flugzeug. Jeder gleich oben seine Sachen rausholen, damit er ja schon an der Tür steht mit seinem Kopf. Wie will denn das war? Ohne Scheiß, man, das echt kein Mist. Und dann? Alle waren Ey, Mann, das ist der erste. Alle. Diese Scheiße, der erste, der rauskommt. Und so der letzte. Ich denke, oh, der war wieder dran. Sicherungsprotokoll. Sekunde! Hier wird niemand gesäubert, solange ich ein Wörtchen mitzuhalten habe. Şey gitmiyorlar. Bu arabalar var ya. Hani çok az var. Ben fengle kalktım dedim adam. Bu arada. Uçaktan inen zaten olsa olsa 200. Orada bir tane araba. Niye? Bir de bir tane düşüyor. Hop. Harika. Eşem bir tane. Ben sana. Nasıl? Toxische Filme. Dann kommt so. Danke für die Lambanın olduğunu daha hala öğrenmemişler. Das hat nur drei Phasen. Rot, orange, grün. Wie kommen bis heute immer noch nicht klar, wofür das steht. Ja, auch cool. Mittlerweile sind sie da schon ein bisschen strenger geworden. In der Türkei.
Alter, wenn du da über grün über die Straße gehst, dann kann sein, dass sich ein Auto überfährt, musst du aufpassen. Ja, normal, Mann. Du gehst lieber bei Rot über die Ampel, ist sicherer. Die haben den deutschen TÜV in die Türkei geholt und beauftragt. Die ersten 3000 Autos, die kontrolliert wurden, sind alle durchgefallen, ausnahmslos. Dann gab es Vorfälle, dass die Leute die beinahe töten wollten, weißt du? Die ADAC-Untersuchungsingenieure. Und der Typ hat gesagt, er hat keinen Bock mehr da zu arbeiten, weil er nichts dafür kann, weil die Autos alle aus Schrott sind und den deutschen Standards nie genügen. Normal. Und dann mussten sie die Vorgaben so ein bisschen aufweichen für türkische Verhältnisse, weißt du? Der Typ erzählt so, da sind Leute in die Kontrolle gekommen mit Autos. So was habe ich noch nie gesehen. Atara muss ich mir weichern. Ich tue das nicht mehr sicher. Bruder Plan war ja. Oh Mann. Der hat gemeint, einer hat sich das gute Ding drin. Stimmt. Man dann Koltuk yapmış, weißt schon. Rückbank aus Heu. Jo, und mit Stuhl gab's auch schon. Aber das ist nicht so selten. Da gab's mal einen, da sind ja seine. Den jetzt Kimmel war, der hat gut geschnitten. Dann haben sie in der Portage gefragt, warum er es gemacht hat. Der hat gesagt, das benutzt sich eh nie. Gut voll. <ja. lacht> Kam echt auf Haberlever schon. Da ist der gar nicht rausgekommen. Der hat es bestimmt geschnitten, weil er nicht mehr rausgekommen ist. Nasıl açılıyor lan bu? Lan gari bana bıçak git. Lan bunu en kodum emniyet medir. Emniyet kemerinden çıkamıyor. Bu anı bak. Kes o bre. Lan buna kodum kavuru içer. Bunu koruyacakmış beni kaza olduğu zaman. Tutunurum amına koyayım. Ya da uçak düşerken Türkler sıkı tutun. Zaten uçak düşüyor amına koyayım, nereye tutunacağım. Sanki düşerken böyle aaa dehatsız böyle hep dehatsız tutuyoruz geldi. Ecem bu. Ey, was ist los mit Ozon? Tut er nicht mehr reden, oder was? Nee, geht's rein, man geht. So. Langer hat nicht mehr. Adamın dünyası içinde böyle bir ilk gibi şamane oynamaya başladı ama. DK'yı oynayacağım, Usman'ın oynamayı indir. Hoşçak ne? Kingsley'e yaptık. Heroic trinketleri aldım amına koyayım. O kadar tak Türkiye'ye gitti. Tak geri geldi. 3000 numara şamanı. Ana namına sok şamanı. Göt veren. Bir de hiçbir şeyle de ilgilenmiyor. Ya Hakan Mahçı. Git Hakan'a sor. Git Hakan'a sor. Git Hakan'a sor. Lade Tigan Tegin'e ki fel diyor. Bir gül de aynı değil mi? Şeyin abi bir sikimi bile yapamıyorlar. İki elleriyle bir yarrağı doğrultamıyorlar amına koyayım. İş oynak mı? Zu schaffen, die Wache stehen können. Aber unsere größte Herausforderung bleibt bestehen, Loken zu finden und aufzuhalten. Mhm, Dolchkrieger.